Hallo zu einem neuen Video von Starbucks. Heute geht dieses Video raus an genau die Leute, die jetzt gerade mit dem Game angefangen haben und die ersten Flugversuche gemacht haben. Wir werden uns heute einfach mal damit beschäftigen, wie kriegt man am einfachsten Geld. Punkt. Ja, da gibt es viele, viele Leute, die im Verse euch wirklich total durcheinander bringen. Ich sehe das immer wieder im Chat, da wird manchmal ein Quatsch geschrieben, ist für mich unfassbar. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen im Verse. Das Problem ist, ihr seid jetzt ganz am Anfang, habt vielleicht nur 25.000 Alpha-UECs und euer Starterschiff. Damit habt ihr nicht viele Möglichkeiten. Weil, ob ihr Bounty Hunting macht, ob ihr Paketmissionen macht, es ist eigentlich total egal. Ihr braucht eigentlich dafür ein großes Schiff. Beim Trading genau das Gleiche. Und dafür braucht ihr ein gewisses Grundkapital. Und ihr müsst hochleveln, damit ihr die passende Mission bekommt und so weiter und so fort, damit es sich das überhaupt rechnet. Da sagen viele, ja, müsst ihr halt hochleveln, da müsst ihr halt grinden, machen, tun. Mit dem Starterschiff ist das echt, echt, echt extrem ätzend. Und viele springen bei dem Spiel ab, weil sie keine Erfolge haben. Viele denken sich so, boah, was für eine Scheiße spiele ich hier eigentlich, irgendwie komme ich hier nicht weiter, ich mache immer das Gleiche, ist total langweilig. Das stimmt nicht. Aber um das Spiel wirklich allumfänglich zu spielen, und auch hinter die anderen Sachen zu machen, wie Bounty Hunting, Bunkermission, etc. pp. Bunkermission lasse ich außen vor, die könntet ihr da sofort machen, aber glaubt mir, da seid ihr öfters im Gefängnis, als dass ihr draußen seid, mega frustriert. Also, kurzum, ich zeige euch heute einfach mal den einfachsten Weg, wo ihr nicht leveln müsst, wie ihr Geld verdienen könnt. Es gibt zwei Möglichkeiten, das anzufangen. Ihr könntet in einer Cave-Mission anfangen zu minen. Oder ihr spart ein bisschen Geld und ich zeige euch gleich den richtigen Weg, weil das mit der Cave-Mission funktioniert, geht. Empfehle ich nicht. Fangt an mit ein paar Paket-Delivery-Missionen und farmt euch ganz grob 70, 80.000 Alpha-UCs zusammen. Das geht recht zügig. Das kann man auch grinden. Dabei erlebt ihr auch so ein bisschen, wie man im Verse, was ich euch jetzt mal zeige, navigiert. Ihr startet ja auf einem der Punkte, Microtech, Crusader oder A-Corp. Das sind eure Homebases, die ihr euch am Anfang ausgewählt habt. Die Mining Base, kann ich ganz klar sagen, ist A-Corp. Da könnt ihr am einfachsten minern und ihr habt den kürzesten Weg, offiziell zumindest, zur Börse, die ihr in dem Spiel immer wieder brauchen werdet, um Sachen zu verkaufen. Da habt ihr nämlich nur einen Stopp mit dem Zug. Oder beziehungsweise ihr habt einen Stopp im Zug und könnt alles machen in Area 18. Bei allen anderen, Crusader ist super ätzend anzufliegen. Als Starterpunkt würde ich niemals wählen. Microtech ist ganz okay, kann man auch viel machen. Mein Favorit, um wirklich schnell auch Kohle zu machen, ist A-Corp. Stanton habe ich noch vergessen. Ist auch okay, kann man auch machen. Aber A-Corp 1, Stanton und Microtech 2 und Crusader wäre für mich ganz klar eine 3. So, ich erkläre jetzt auch nicht alles, sonst wird das viel zu lang. Vertraut mir einfach da. Ihr werdet das später im Spiel merken, warum das so ist und lasst euch vor allen Dingen nicht frustrieren. Also, das Mining ist definitiv für Anfänger die lukrativste Weise, um schnell Geld zu machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten halt zu minen. Einmal ist FPS-Mining, also zu Fuß. Mit einem Handmining-Tool, damit könnt ihr in Höhlen reingehen und kleine Steine knacken, wo Diamanten drin sind und die könnt ihr dann an den Mining-Facilities, die findet ihr eigentlich auf jedem Planeten oder auf jedem Mond. Gehen wir einfach mal in Arkop rein, je nach Lyria. Da gibt es einmal die Processing-Facilities, da dürft ihr nicht rein. Und es gibt überall diese Mining-Facilities. Die gibt es fast auf jedem Planeten. Unterschied auf manchen heißen die anders. Wäre jetzt zum Beispiel im Stanton-System so, auf Aberdeen, was ein sehr guter Planet ist, um Diamanten zu minern, da ist das dann HDMS Anderson und HDMS Norgard. Das sind aber Mining-Facilities, wo ihr auch direkt dann eure Diamanten verkaufen könnt. Diamanten könnt ihr, wie gesagt, zu Fuß minern oder mit einem Fahrzeug. Das Fahrzeug hat den großen Vorteil, ihr bekommt da deutlich mehr Diamanten rein und es geht deutlich schneller. Und alles, was ihr dafür braucht,
um dieses Fahrzeug und eure Ausrüstung dafür zu besorgen, findet ihr in einer Refinery Station. Die Refinery Stations sind an verschiedenen Orten im Verse. In Arcorp ist es Arc L1. Das ist hier hinten. Das ist die White Forest Station, wo ihr hinspringen könnt. Meine persönliche Lieblingsbasis, weil später, wenn es um das Schiffsmining geht und ums Quantanium Mining, dann seid ihr hier nämlich goldrichtig, weil ihr habt da die einzige Möglichkeit, auf einen Planeten zu springen, der sich lohnt, und in den sogenannten Aaron Halo Belt. Aber dazu kommen wir dann später. Ich will euch jetzt auch nicht erschlagen. MIG L1 wäre jetzt in Microtech die Station. Das ist die Shadow Frontier Station, würde auch noch gehen. Ich kann euch nur raten, geht auf Arcorp. Punkt. So. Es gibt jetzt auf jeder Refinery Station oder auf jeder von diesen Stationen, MIG-L1, Arc-L1, gibt es eine Refinery. Die Refinery ist hier über uns. Da könnt ihr dann später, wenn ihr mit dem Schiff minert, eure Sachen reinpacken oder abgeben und könnt diese refinern lassen, wodurch die mehr wert werden. Aber ihr habt den sogenannten Refinery Store, der ist hier unten. Ja, ihr kommt da hinten aus dem Aufzug. Dann ist hier das Mining Support Center und da oben wäre die Refinery. In diesem Mining Support Center bekommt ihr alles, was ihr braucht, um zu minern. Und wir machen jetzt mal die einfachste Möglichkeit für einen Anfänger und dann seht ihr auch gleich, was das kostet. Wenn ihr eine Cutlass Black als Einsteigerschiff habt oder ihr habt eine Nomad, sind die beiden Schiffe, die einen Greycat Rock aufnehmen können. Das ist der hier. Dann ist alles cool. Also wenn ihr eine davon habt, braucht ihr nur diesen Rock ausleihen. Der kostet pro Tag 4.299 Alpha UCs. Das kriegt ihr mit Paketversion sehr einfach hin. Wenn nicht, müsstet ihr euch eine Cutlass Black leihen. Die kostet 34.600 pro Tag. Die holt ihr aber dreimal wieder rein. Also da macht euch da gar keinen Stress bei. Eine Prospector kommen wir nachher zu. Die könntet ihr auch leihen. Das wäre dann das Mining-Schiff. Da gibt es aber eine Besonderheit zu. Das heißt, die einfachste Möglichkeit, die ganze Geschichte jetzt anzufangen, ist eine Cutlass Black, einen Rock, merken wir uns ganz grob 40.000 Alpha UCs, die ihr dafür braucht. Und wenn ihr auf einem Heißplaneten minern wollt, wie Aberdeen der Fall ist, dann braucht ihr noch die Pembroke-Rüstung, das ist die hier, um die Klimazone da auszuhalten, weil da wird es halt sehr heiß. Und die bekommt ihr auch im Refinery Store. Das heißt, wenn wir uns die jetzt hier kaufen würden, die kostet 10.300. Zu den 40 sind wir bei 50.000 Alpha UCs. Und dann brauchen wir noch den Helm dazu. Den finde ich hier gerade nicht. Den kriegen wir hier am Terminal. Das ist auch recht simpel. Da könnt ihr auch beides kaufen. Da gebt ihr einfach mal ein Pembroke. So, der Helm kostet 5.000. Und 10.000 kostet die Rüstung. Und 2.000 würde der Rucksack kosten. Den würde ich euch auch empfehlen. Da könnt ihr ein bisschen was mitnehmen. Das heißt, summa summarum, sagen wir, seid ihr bei um die 60.000 Alpha UCs, die ihr braucht, nicht ganz, aber grob solltet ihr die haben. 25 habt ihr am Start. Den Rest könnt ihr euch mit Paketmissionen wirklich sehr, sehr einfach holen. Und dabei lernt ihr schon mal halt das Navigieren. Von daher macht das so, spart euch 60.000 Alpha UCs und fangt damit an. Wir kaufen uns das jetzt hier einfach einmal alles. Das heißt, wir fangen mit der Pembroke an. Ihr seht das hier oben, die kann eine Temperaturrange von minus 75 bis 225 Grad plus. Damit könnt ihr eigentlich auf allen Planeten minern. So, dann den Rucksack noch dazu. Das ist jetzt gekauft, ist in der Station, also im Inventar der Station unten drin. Jetzt gehen wir hier hin. Zum Ship Rental, leihen uns einmal den Rock. Ich habe den auch noch nicht gekauft, glaube ich. Von daher leihen wir uns den für einen Tag. Und leihen uns, wenn ihr nicht eine Nomad habt oder eine Cutlass Black oder halt sowas wie eine Constellation, glaube ich aber nicht, das ist jetzt wirklich für die Leute, die mit einem kleinen Starterschiff anfangen. So, haben wir uns geliehen, ist alles da.
fast vergessen, wir nehmen uns noch was zu trinken mit. Ganz wichtig. So, wenn das hier so rumspinnt, müsst ihr einmal ins Inventar klicken. Danach könnt ihr euch den Helm ausziehen, euren Undersuit ausziehen. Ziehen uns den Pembroke an. Jetzt muss ich den passenden Helm, das ist der, dazu finden. Müssen wir wahrscheinlich wieder warten, bis das Inventar neu lädt. Mal wieder in dem Spiel. Lasst euch von den Bugs nicht unterkriegen. Die sind manchmal da. Da macht ihr einfach nichts gegen. So, jetzt lädt es neu. Danach können wir ihn auch wieder ausstatten. So, jetzt haben wir den auf. Und jetzt brauchen wir noch unseren Backpack. Ich habe hier ein bisschen mehr im Inventar. Das wird bei euch wahrscheinlich noch anders aussehen. Das ist dieses Ei hier. Und wir müssen wieder warten, bis das Inventar neu geladen hat. Oder wir starten es aber so neu. Jetzt geht. Jetzt startet es neu. So, jetzt haben wir den auf. Jetzt geht er hier entweder hier hin. Da könnt ihr Wasser kaufen und Riegel. Jetzt kommt der nächste Tipp für euch. Geht an diesen Refinery Shop wieder dran. Gebt unter Itemnamen Crews ein. Also Crew reicht schon. Kauft euch davon 10 Flaschen. Das hat den Vorteil, das hilft gegen Durst und gegen Hunger. Das heißt, das ist so ein Allrounder. Und wenn ihr hier den Pembroke Backpack oben schon ausgewählt habt, also wenn ihr euch vorher angezogen habt, dann ist der ausgewählt. Dann habt ihr das auch direkt bei euch im Rucksack drin. Das seht ihr auf der linken Seite. Da haben wir jetzt 10 Mal was zu trinken drin. Und fertig. So. Jetzt müssen wir zu einem Planeten fliegen, der uns genug gutes Material gibt. Ihr findet Diamanten auf jedem Planeten oder auf jedem Mond und eigentlich auch auf jedem Planeten. Also eigentlich überall außer auf Crusader, weil das ist ein Gasplanet, das funktioniert nicht. Aber ansonsten findet ihr das überall. Es gibt drei verschiedene Arten von Diamanten. Das ist Aphorit, Dolovine und Hedenite. Wobei Aphorit und Dolovine ungefähr die Hälfte bringen vom Hedenite. Also Hedenite ist eigentlich das gute Zeug, worauf wir gehen, wenn wir mit einem Rock unterwegs sind. So, das sind jetzt meine Schiffe hier. Das wird bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Cutlass Red, ich will aber die Cutlass Black. Die ist stored in Area 18 leider. Das ist ein bisschen Quatsch. Die müssen wir uns jetzt einmal ranholen. Das heißt, die claimen wir. Also ich beschleunige das mal hier ein bisschen und erzähle euch in der Zwischenzeit einfach mal ein bisschen was übers Mining an sich nochmal im Detail. Also nochmal, es gibt das Zu-Fuß-Minen, sind im Prinzip die gleichen Steine, nur in kleiner wie mit dem Rock, also mit dem Fahrzeug, was wir gerade gemietet haben. Und es gibt halt das Schiffsmining. Beim Schiffsmining fliegt ihr hier von der Station los. Da gibt es ein extra Video zu, weil das wird hier den Rahmen sprengen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den ersten Start. Um mit dem Schiffsmining anzufangen, gibt es hinterher zwei Möglichkeiten. Ihr findet in meinem Kanal ein Video, was eine Abkürzung ist. Dann könntet ihr jetzt auch direkt mit Quantanium Mining anfangen. Oder ihr macht es auf den richtigen Weg. Dann müsst ihr euch die ersten, ich sage jetzt mal 2,1, ja 2,2 Millionen Alpha-UCs mit dem Rock zusammenfahren, was aber auch recht zügig geht, um dann auf das Quantanium-Mining zu gehen. Es gibt viele Leute, die erzählen euch, ihr könnt auch mit Schiffsmining anfangen und irgendwelche anderen Brocken sammeln. Vergesst es. Okay? Es gibt eigentlich nur Quantanium, was sich beim Schiffsmining lohnt. Das ist ein bisschen schwieriger, da solltet ihr einfach auch schon so ein bisschen Spielerfahrung haben. Deswegen ist das, was wir jetzt machen mit dem Rock, wirklich die beste und einfachste Alternative anzufangen. Und lasst euch da nicht im Chat verrückt machen. Ne? Bexelite und so weiter zu minern. Dann geht lieber mit dem Rock raus, da verdient ihr einfach deutlich mehr Geld und habt deutlich weniger Risiko. Das Quantanium Mining ist eine andere Nummer. Die ist auch nicht schwierig, aber für den Start. Glaubt es mir, nehmt den Rock und minert Diamanten. Es bringt Spaß. Ihr bekommt das nötige Know-how, was Mining angeht, weil das
Minigame Mining ist eigentlich zu Fuß mit dem Rock und mit dem Schiff immer das gleiche. Zeige ich euch gleich. Und ihr macht auch mit dem Rock wirklich gutes Geld, wenn ihr die Tipps befolgt. Ja, also wenn ihr auf den richtigen Planeten geht. Und das machen wir jetzt. Das heißt, unsere Cutlass müsste jetzt langsam da sein, wenn der Hampelmann hier mal von mir abhauen würde. Den Rock kriegen wir nicht hier. Der wird hier nicht in der Liste aufgeführt. Das heißt, wundert euch da nicht, wenn ihr den nicht seht. Die Cutlass Black ist jetzt in der Zwischenzeit angekommen. So, Hangar 2. Jetzt wird der Affe uns wahrscheinlich hinterherlaufen. Hoffentlich nicht. So eine Unart. Im Moment ist Free Flight Event. Deswegen mache ich das Video hier für euch. So ein paar Leute haben da kein Benehmen. An sich ist Star Citizen wirklich ein sehr, sehr nettes Spiel. Fragt im Chat, wenn ihr Probleme habt. Ihr kriegt eigentlich immer eine Antwort. So, die Cutlass ist ein sogenanntes Multi-Wall-Schiff. Damit könnt ihr fighten, Fracht sammeln. Und vor allen Dingen den Rock mitnehmen. Ne? Hier haben wir einen vernünftig großen Laderaum, da passt der gleich wunderbar rein. Und dazu fliegen wir jetzt mal, wenn wir auf den Stuhl kommen, nach Aberdeen. So. Wir starten das Ganze, das kennt ihr von eurem Schiff, nichts anderes. Seht zu, dass das Ding hier aufgeht. Und ich zeige euch jetzt so ein paar kleine Kniffe, auch schon mal jetzt hier vorne, wie ihr da vernünftig hin navigieren könnt. Wartet erst, bis die Türen alle auf sind. Ihr könnt euch das auch von außen angucken, dann seht ihr, ob ihr durchpasst. Passt. So, und es ist jetzt so, dass wir im Moment einen Bug haben, das ist zumindest momentan noch, wenn wir jetzt hier nach Stanton und Aberdeen und dann zum HDMS Norgard oder Anderson navigieren, steht hier oben Ark L1 White Forest Station. Das ist immer so ein kleines Problem. Weil die Station zwischen uns und dem Sprungpunkt ist. Das heißt, fliegt einmal über die Station hinweg, wenn das passiert, dass ihr auf der anderen Seite der Station seid, weil den könnt ihr nicht anspringen, weil er zu nah dran ist. Ich weiß, dass das ungefähr da sein wird, weil da ist die Sonne. Ne? Die ist halt hier im Zentrum und rechts davon ist dann Stanton. Das heißt, jetzt dürfte das nicht mehr obstructed sein. Jetzt geht ihr nochmal auf Set Route und dann ist die Ark Station weg. Und ihr habt Hurston, Aberdeen als Sprungpunkte drin. So, nicht ganz richtig getarget, aber passt einigermaßen. Nur so anbei, weil das regt einen manchmal auf. Man denkt, man kann nicht navigieren. So umgeht ihr den Bug. Ist aber auch erst neu in diesem Patch gekommen. Ja. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Hurston. Was machen wir da? Und zwar habt ihr ja gesehen, ich bin auf HDMS Aberdeen, Anderson gegangen. HDMS Aberdeen, ja, ist klar. Und HDMS Anderson ist halt auf Aberdeen eine Mining Facility, wenn man es so nennen möchte. Warum fliegen wir nach Aberdeen? Es gibt auf jedem Planeten Besonderheiten, was die Rohstoffe angeht. Sprich, ihr habt zum Beispiel auf Lyria ist der einzige Planet für später mal, wo alles ab zwei großen Steinen, die ihr mit dem Schiff dann minern könnt, alles ab zwei Steinen ist immer Quantanium. Das ist eine Spezialität, die gibt es nur auf Lyria. Von daher ist auf Lyria das Quantanium Mining sehr interessant, weil ihr findet diese Steine schneller. Ihr müsst halt nur gucken, wie viele sind da. Das könnt ihr auf 12 Kilometer sehen und seht, alles klar, zwei Steine, kann ich hinfliegen, ist Quantanium. Wenn ihr jetzt jeden einzelnen Punkt anfliegt, den ihr hinterher im Scannen bekommt, forget it. Ja. Auf Aberdeen gibt es, soweit ich weiß, gar kein Quantanium zum Beispiel. Aber Aberdeen hat eine sehr hohe Dichte an Hedonite. Sprich, das ist halt am besten, um mit dem Rock zu minern. Weil wir haben
habe ich euch vorhin erzählt. Es gibt Dollowine, Aetherite und Hedenite. Dollowine und Aetherite sind ungefähr die Hälfte wert vom Hedenite. Also wollen wir natürlich Hedenite suchen. Und dafür ist Aberdeen halt top. Aberdeen ist ein Heißplanet, da wird es halt sehr, sehr warm. Dafür brauchen wir die Pembroke-Rüstung. Da könnt ihr zwar auch so ganz kurz draußen überleben, aber da sind wir im Bereich von 10, 15 Minuten. Und da der Rock, den wir da gleich spawnen werden, keine Kabine hat, verbrennt ihr dann da einfach. Wenn das euer erstes Bodenfahrzeug ist, wovon ich ausgehe, ist es so, dass Bodenfahrzeuge nicht an Raumstationen gespawnt werden können. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Die größeren Planeten haben dazu kleine Pads, wo ihr hingehen könnt. Das ist, meistens steht das Surface Entrance. Und an den Surface Entrance bekommt ihr dann, habt ihr auch das, so ein Terminal wie halt an den Stationen und könnt an diesen Terminals eure Fahrzeuge spawnen. Das könnt ihr in diesem Spiel auf jeder Mining Facility. Ja, also alles, was mit Mining zu tun hat. Wie gesagt, auf Aberdeen heißen die anders. Woanders sind das halt die Mining Facilities. Da könnt ihr kleine Raumschiffe und kleine Fahrzeuge spawnen. Und da spawnen wir jetzt gleich den Rock. Das heißt, wir springen jetzt mal kurz rüber nach Aberdeen, landen dort und werden dann unseren geliehenen Rock spawnen. So, das Schöne ist, ihr könnt nachher das, was ihr gemeinert habt, auch dort wieder verkaufen. Das ist halt übelst gut. Ja. Wo ich noch ein bisschen was zu sagen möchte, ist der Chat. Ihr werdet wahrscheinlich im Chat schon mal nachfragen oder schon mal nachgefragt haben, wie verdiene ich am besten Geld? Und dann kommen halt Sachen, ja, ihr müsst traden, weil irgendwelche Leute traden. Ihr müsst dies machen, ihr müsst das machen, ihr müsst jenes machen, ihr müsst vorwärts machen. Glaubt es mir einfach, ihr werdet es früher oder später sowieso rausfinden. Am Start werdet ihr nicht einfacher Geld verdienen als das, was ich euch zeige. Später, klar, könnt ihr mit einer Eclipse, das kommt dann immer, ne? Bounties mit einer Eclipse. Klar, könnt ihr Bounty Hunt mit der Eclipse machen. Da macht ihr den ganzen Tag nur das Gleiche. Ihr fliegt zu einem Emergency oder Extreme Risky Target, sogenanntes ERT, und klatscht eine Hammerhead mit einem Size 9 Torpedo weg, fliegt zum nächsten Size 9 Torpedo raus, fliegt zum nächsten Size 9 Torpedo raus, nachladen und so weiter und so fort. Das macht also für mich keinen Spaß, aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber dafür müsst ihr erstmal einen Eclipse haben und ihr müsst euch erstmal hochleveln. Und wenn ihr eine niedrige Frustrationsgrenze habt, was Grinden angeht, das ist dann der Zeitpunkt, wo ihr das Spiel dann raus, also deinstalliert, weil ihr sagt, was für ein Schwachsinn. Das Spiel ist aber super langweilig. Bei meinen ist das ein bisschen was anderes. Auch da scheiden sich natürlich die Geister dran. Bei Mining ist es so ein bisschen wie Gold suchen. Das heißt, ihr habt verschiedene Möglichkeiten später. Ihr könnt Rock Mining gehen, ihr könnt mit der Prospector oder mit der Mole hinter minern. Also das baut sich immer nach und nach auf. Ihr verdient auch später nach und nach mehr Geld damit, bis hin zu über 1 Million Alpha USDs pro Stunde. Was schon ganz nice ist. Aber ihr habt trotzdem immer noch ein bisschen Abwechslung drin. Und es ist zum Geld machen echt entspannt. Macht euch ein bisschen Musik aufs Ohr, meinert dabei. Das macht, also mir macht das Spaß. Und ja, gleichzeitig verdient man gutes Geld. Im Moment, wie gesagt, Free Flight. Da hinten seht ihr diese kleinen Punkte. Punkte, ja, diese blauen Landing-Pads. Wir landen einfach hier neben der Station. Steht hier eine Ballista? Tatsache. Steht eine Ballista. Ah, nice. Wir landen neben der Station. Fahrwerk sollte aus. Oh, wir landen neben der Ballista. Wir landen gerade auf der Ballista. Tut mir leid, das war nicht extra. Das Ding ist immer größer, als ich denke. So, Triebwerke aus. Triebwerke aus, ganz wichtig. Ansonsten hebt ihr nämlich ganz gerne mal ab. Und dann kommt ihr nicht mehr ins Schiff zurück. So, danke.
Kleiner Tipp, wenn hier andere Spieler sind, geht durch die Seitenluke raus. Da kommt man nämlich im Normalfall nicht mehr rein. Das heißt, jetzt kann gerade kein anderer Spieler rein und ihr müsst nicht die Klappe die ganze Zeit auf und zu machen. Weil Lister könnten wir jetzt eigentlich klauen. So, wir gehen hier rein. Und da drinnen finden wir gleich das gleiche Terminal bei zum Looten ist ja manchmal auch was, hier gerade nicht. Also das gleiche Terminal wie bei den Schiffsterminals. Und da sollte jetzt unser Rock stehen. Beziehungsweise auch alle Schiffe, die könnt ihr hier aber nicht spawnen. Ich könnte jetzt hier eine Ballista spawnen, das ist das Ding, was draußen steht. Ich kann hier auch eine kleine Pisces oder so spawnen. Also ganz kleine Raumschiffe geht auch. Aber wir suchen uns jetzt unseren Rock. Der ist hier. Claim den. Das dauert genau 12 Sekunden oder man zahlt 100 Alpha USCs. Dann haben wir den sofort. Breakhead Rock. Und spawn den hier auf einen der Pads. Da ist er. Upp. Ah, diese Pembo-Rüstung macht mich wahnsinnig. Ihr seht jetzt auch gleich beim Rausgehen die Temperatur draußen. Und zwar hier unten. Nein, seht ihr nicht, weil ich bin da im Weg. Gebe ich mal auf die andere Seite. Na, mach auf. Hallo, danke. Also, hier unten seht ihr das. Wir haben jetzt 169 Grad hier draußen. Ohne die Pembroke, das haltet ihr nicht lange aus. Mit der Pembroke gar kein Problem. Hier ist unser Rock. Enter Driver Seat. Ziehe mich jetzt mal wieder rüber, weil. Und mache mich mal ein ganz bisschen kleiner. Wupp. Weil. Ihr gleich sehen sollt, wie wir das mit dem Mining machen. So, ihr startet den ganzen Mal wie euer Raumschiff, ihr drückt R und dann könnt ihr damit losfahren. Am besten am Anfang gerade beim Einparken von draußen gucken. Und wir fahren den jetzt hinter unser Schiff. Parken den schon mal passend. Wenn wir gleich die Luke runter machen. Parken den passend, ne? Ein bisschen doof geparkt. So, Z gedrückt. Steigt ihr wieder aus. Machen jetzt unsere Rampe auf und fahren den ins Schiff rein. Das Schiff brauchen wir, um die Diamanten zu finden, tatsächlich. Ja, das wird nicht klappen. Wie ihr seht, da werde ich nicht hochkommen. Habe ich scheiße geparkt. Wird euch auch passieren. Habe ich scheiße geparkt. Das heißt, wir müssen einmal ins Schiff und jetzt hoffe ich, dass ich da dort reinkomme. Ja, nice. Das habe ich gut hingekriegt. Da geht's von hier. Geht. So, also ein bisschen tricksen müsst ihr in dem Game halt manchmal. Eigentlich schlecht von mir gewesen, weil normalerweise müsst ihr halt so parken, dass er wirklich passend steht. So. Gut. Dir besser geht, dann geh runter. Sticks sind im Moment echt ein bisschen empfindlich. Jetzt wird das Saturn spielen sollen. Zack, jetzt haben wir gesehen, die Laderampe steht auf dem Boden. Das heißt, wir kriegen den Rock jetzt hier rein. Das sind natürlich alles Fehler, die ich euch extra zeige. Ne? Ja, klar. So. In die Rock. Und ich schneide halt wirklich extra nicht. Ja, ich könnte das Video jetzt auch schneiden. Ich bin da auch nicht zu faul zu. Aber ich finde es halt wichtig, dass ihr das einfach mal in voller Länge seht, um das einfach besser einschätzen zu können, auch für euch.
So, seht zu, dass er da einigermaßen gerade reinkommt. Na, haben wir mein First Person View. Und rein theoretisch müsstet ihr jetzt noch nicht mal hinten was zumachen. Das funktioniert auch so. Das heißt, wir fliegen mit geöffneter Klappe. In früheren Versionen war das anders. So. Jetzt ist es im Prinzip recht simpel. Ihr startet, sucht euch eine Richtung aus, drückt einmal V. Wenn ihr jetzt auf der dunklen Seite seid, kann ich euch empfehlen, fliegt auf die helle Seite. Wir sind auf der dunklen und drücken Tab, also die Tabulator-Taste, und scannen einfach mal eine Runde. Und jetzt seht ihr gleich, dass hier überall so kleine Marker kommen. Das sind einerseits Schiffe, die ihr irgendwo seht. Und gleich werdet ihr sehen, dass da noch andere Sachen aufgehen. So. Und jetzt fliegen wir über die Oberfläche und scannen die ganze Zeit und hoffen, dass irgendwo was aufgeht. Und am besten wäre es auch eigentlich, wir fliegen irgendwo hin, wo so ein bisschen. Da ist zum Beispiel was aufgegangen. So, jetzt kriegt ihr diese Paketanzeigen. Schön ist natürlich, wenn wir irgendwo. Ah, die ist recht spät aufgegangen und das ist genau das, was wir suchen. Ihr seid jetzt unter 2000 Meter da dran und pingt. Und ihr habt immer noch das Paket. Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr etwas gefunden habt, was Diamonds sind. Weil ansonsten wäre, wenn es jetzt ein Stein wäre, ich zeige euch mal den dahinter. Ne, ihr seid jetzt bei 1000 Meter, er ist immer noch nicht offen, jetzt sollte er aufgehen. Wenn er immer noch nicht aufgeht, sind es kleine Steine, die ihr mit dem Handmining-Tool sogar öffnen könnt. Aber das gucken wir uns mal an. Die gingen jetzt zu früh auf dafür. Das sollten Steine für den Rock sein. Da fliegt ihr jetzt einfach nah dran und scannt die. Scannen ist einfach linke Maustaste drücken. Und wir sehen, es ist Dollewein. Das seht ihr hier oben. Da seht ihr Dollewein. Wollen wir nicht. Jetzt gucken wir uns das da vorne mal an, ob das bei 2,5 Kilometer aufgeht. Könnte ich fast drauf wetten, weil das sehr früh gespawnt ist. So. Nein, sind auch Diamonds. Wenn es Rocks wären fürs Schiff. Okay, das Scannen ist im Moment mal wieder original lost. Die hätten früher aufgehen sollen. Aber da haben wir seit diesem Patch auch ein paar Problemchen mit. Gehen eigentlich früher auf, aber alleine dieses Paket ist viel zu früh aufgegangen dafür, dass es Diamonds sein können. Das heißt, das mussten eigentlich Steine sein. Das andere Paket, habt ihr gesehen, ist erst sehr spät aufgegangen. So, ihr seht, jetzt sollten gleich welche kommen. Und wir haben gerade, wenn es einer gesehen hat, ne, ist wieder ein Stein. Aber die beiden da, die sind erst bei 2000 und ein paar kaputte Meter aufgegangen. Das sollten Diamonds sein. Immer noch nicht auf, immer noch nicht auf. Gutes Zeichen. Und erst unter 1000 Meter. Im Moment leider ein bisschen weniger, weil die Scanner-Mechanik kaputt ist. Da haben wir das erste Mal Diamonds. Ist nur ein Stein. Und da haben wir das zweite Mal Diamonds. Zack, zwei Steine. So, die liegen jetzt leider am Berg, was ein bisschen doof ist. Das heißt, es kann sein, dass uns dann hinter die Steine runterrutschen. Wir scannen trotzdem mal, wieder mit linker Maustaste. Und wir sehen, es ist Hedonite. Das wären jetzt zwei Steine, die wir suchen. Aber jetzt gucken wir mal uns die Umgebung an. Ah, das geht aber. Die nehmen wir mal mit. Landegestell ist alles noch draußen. Wir landen irgendwo, wo es einigermaßen flach ist. Und das zeige ich euch jetzt zweimal und dann verkaufen wir die mal. Und dann seht ihr, was er damit verdient ungefähr. Von außen gucken, wie wir stehen. Das passt. Triebwerke ausmachen, aussteigen aus dem Sitz. War jetzt nicht lange gesucht. Sind aber auch nur zwei Steine. Manchmal habt ihr da Cluster bis zu 7, 8, 9 Stück.
Das lohnt sich natürlich deutlich besser. Ihr könnt auch mit dem Rock scannen, aber dann müsst ihr halt die ganze Zeit durch die Gegend fahren und vergesst es. Macht das mit dem Schiff. So. Einfach rückwärts raus hier. Zack, zack. Wir setzen uns rein. Wir haben jetzt schon die Anzeige, wo die Steine sind. Nicht zu schnell fahren, dass ihr den Rock nicht kaputt macht. Es kann sein, dass uns gleich die Steine hier runterrutschen, aber dann ist das so. So, jetzt seid ihr an den Stein angekommen. Jetzt ist es im Prinzip total simpel. Ihr drückt einmal die M-Taste. Dann fährt sich der Arm aus und bewegt sich. Jetzt scannt der Arm, wenn ihr hier drauf zielt, den Stein. Und so funktioniert jedes Mining. Er scannt den Stein leider nicht zu Ende. Doch, hat er schon. Okay. Ihr habt jetzt hier auf der Seite eure Anzeige Optimal und Overcharge. Und auf der linken Anzeige seht ihr, wenn ich jetzt das Mausrad drehe, dass die Prozente nach oben gehen. Das heißt, das sind 100% von eurem Laser. Und je nachdem, wo ihr den hinstellt, wird der halt stärker oder schwächer. Und ihr zielt jetzt auf den Stein und seht jetzt auf der rechten Seite gleich, wie euer Charge-Level vom Stein hochgeht. Das heißt, ihr bleibt erstmal auf 100% und wartet, bis der grüne Bereich fast erreicht ist und dann levelt ihr langsam runter und haltet euer Level of Charge in dem Bereich grün. Und das ist auch egal, wie viel Grün gerade drin ist. Der Balken füllt sich nicht schneller, nur weil ihr höher seid. Ihr bleibt am besten immer im unteren Drittel. Bei Hedda Knight ist das gar kein Problem. Passt immer eure. Oh, ist der Server laggy. Passt immer eure. Uiuiuiui. Eure Prozentzahl dementsprechend an. Und füllt den grünen Bereich bis zum Ende und versucht halt nicht in den roten oben reinzukommen. Dann immer wieder nach unten. Hopp. Zack. Jetzt explodiert dieser Stein und es werden ganz, ganz viele kleine Diamanten freigesetzt, die leider jetzt hier den Berg hinunterrutschen. Was extrem doof ist. Und wenn die sich jetzt komplett verteilt haben, dann nehmen wir uns was anderes. Ah, das geht so gerade noch. Wenn ihr jetzt die rechte Maustaste drückt, dann geht der Rock in den Extraction Mode und sammelt dann irgendwann, auch wenn die mal zur Ruhe gekommen sind, diese Steine auf. Das dauert im Moment leider ein bisschen. Oder auch ein bisschen länger. Oder wir haben einen Server gefunden, der komplett buggy ist. Ja, wunderbar. Ah, jetzt. Okay. Jetzt ein bisschen schneller gehen. Und sammelt jetzt hier diese Steinchen auf. Das ist am Hang halt extrem mühselig, weil die halt so weit rumfliegen, weswegen wir uns gleich was anderes suchen. Den zweiten nehmen wir gar nicht mit. Ah. Da, wo halt viele sind, alles cool. Aber ich kann euch halt empfehlen, bei meinen geht es halt drum auf Zeit. Und um das mal zu überschätzen, jeder kleine Diamant, den wir einsammeln, bringt 225 Alpha UCs sind, glaube ich. Das heißt, das ist schon ganz gutes Geld, aber hier dauert mir das viel zu lange und ist mir auch viel zu buggy an der Stelle. Das heißt, wir lassen das liegen, interessiert uns nicht. Wir suchen uns ein ordentliches Cluster, das geht nämlich ratzefatze und dann zeige ich euch, wo sich das wirklich lohnt. Ihr fahrt wieder in den Hangar rein, lasst euch vorne ein bisschen Platz, steigt aus. Zieht mir jetzt eine Zigarette an.
Also ist jetzt einfach mal gezeigt, was passiert, wenn ihr am Hang meinert. Das ist, ich habe es mir vorher schon gedacht, dass sie runterrutschen. Das ätzt. So, Triebwerke wieder an. Auf I macht er das. Und wir suchen einfach weiter. Da vorne waren wir ja gerade schon. Wir fliegen einfach in eine Richtung. Und wenn wir irgendwo Flachland sehen, das ist halt das Schönste. Da vorne zum Beispiel, da kommt eine flache Ebene. Das ist genau das, was wir suchen. Weil da haben wir keine Berge. Die sind zu früh aufgegangen, mal wieder. Das sind also definitiv keine Diamanten. Ihr kriegt halt den ersten Ping erst bei Diamanten bei, ich glaube, unter 2, irgendwas Kilometer geht der auf. Im Moment ist das Scannen so ein bisschen verbuggt. Leider. War der das gerade? Ja, alles gut. So. Das zum Beispiel. Da ist jetzt einer aufgegangen bei 400. Und geht jetzt auch noch nicht auf. Das sind Steine, die könntet ihr sogar mit dem Handmining-Laser minern. Die sind sehr, sehr klein. Ist immer noch nicht offen, aber sau viele. Ja, das ist schon mal ein schönes Cluster. Aber die, also erstmal wird es, glaube ich, kein Helenite sein, oder vielleicht doch. Ups, Scanner-Modus nicht an. Die sind so klein, die könntet ihr sogar mit dem Handmining-Tool öffnen. Das heißt, wenn ihr das jetzt dabei hättet, hat nur 11, 0,11 Masse. Und es ist Dollewein. Das wollt ihr hiermit nicht aufmachen, weil die zerplatzen euch. Die suchen wir tatsächlich auch nicht, aber die könntet ihr mit eurem Handmining-Laser aufmachen, ohne dass ihr einen Rock dabei habt. Also auch diese Steine könntet ihr suchen. Da bräuchte ihr nicht mal richtig in eine Cave fliegen und könntet euch die mitnehmen. Dafür bräuchte ihr nur euer Starterschiff und packt euch die in den Rucksack. Da war doch gerade was. Da war doch gerade was auf 3000 Meter. Hat richtig gesehen. Da. Die Richtung. Na, wo war's? Da ist es. Na, da müsst ihr ein bisschen fuchsig sein. Und so ein bisschen drauf achten, wann die Sachen aufgehen. So bei 800, 900 Meter sollten die jetzt für uns gleich sichtbar werden. Zack, da sind sie. Schönes, fettes Cluster. Liegt top. Lass es Helle Night sein und wir haben richtig Geld verdient. Ja, da rutschen sie nirgendwo hin. Das ist jetzt so viel, dass es eigentlich egal ist, was drin ist. Das Dollewein ist halt so viel, dass wir das auch mitnehmen, weil das geht schnell, bringt zwar nur die Hälfte von Helle Night, aber macht dann schon wieder keinen Sinn, liegen zu lassen. Wenn das nur zwei Steine wären, würde ich für Dollowein hier nicht bremsen. Aber wir gehen mal irgendwo hin, wo es ein bisschen. Da ist okay. Triebwerke aus. Aussteigen. Das ist halt immer so die Krux da dran. Was machen wir? Ja, also. Klar, es bringt nur die Hälfte. Es ist auch wirklich nicht so schön zu minern, weil das ist deutlich instabiler als Helle Knight. Jetzt setz dich mal hin. Jetzt. Helle Knight ist nicht nur das beste Material, es ist auch noch das einfachste zu minern, was ein bisschen blödsinnig ist, aber ihr seht gleich, was ich meine. Aber die liegen halt schön. Und es sind viele. Also nehmen wir die mit. So, M gedrückt. Wir scannen das durch. Instabilität von 3,0 haben wir da. Dann war Aetherite das, was so doof zu meinen war. Das ist, glaube ich, eine höhere Instabilität. Glaube ich. Egal. Auf jeden Fall seht ihr die Masse von 0,84, die seht ihr hier oben immer. Da ist die Masse. Ja, 0,84. Die Handmining-Steine haben eine Masse von 0,11.
Ja, und die haben immer 0,84. So, und hier wieder genau das gleiche. Rechte Maustaste auf unseren Mining Laser. Wir haben jetzt den grünen Bereich sehr weit oben. Gehen damit 100% drauf. Und ihr seht jetzt schon, das schwankt sehr. Das könnt ihr jetzt ungefähr mit Quantanium Mining vergleichen. Das Quantanium Mining wird hinterher genauso hoch und runter flippen, wenn ihr das minert. Da müsst ihr halt viel schneller sein. Ich mache das auf dem Stick und nicht mehr mit der Maus. Mit der Maus geht das auch, ist aber schwieriger. Und auf meinem Stick habe ich einen Schieberegler, womit ich halt den Laser verschieben kann. Also die Power vom Laser. Da könnt ihr deutlich einfacher reagieren. Ansonsten mit dem Mausrad ist es auch nur Gewöhnungssache. Funktioniert aber auch sehr gut. Und jetzt seht ihr, die Steine bleiben hier ziemlich gut liegen. Wenn wir jetzt die rechte Maustaste drücken, da seht ihr, wie schnell das geht, die aufzusaugen. Im Gegensatz zu der Geschichte am Hang. Das wäre jetzt bei Hedde Knight nicht anders. Na, er nimmt jetzt einen nacheinander auf. Nächster. Und lasst euch nicht verwirren, die Steine, also die noch nicht gemeinerten Steine, die sind auch immer noch markiert als Stein. Die könnt ihr natürlich noch nicht aufsaugen. Hier das gleiche, grüner Bereich recht hoch. Optimal. Und wir suchen uns gleich noch einmal Hedde Knight und dann geben wir das mal ab. Und dann seht ihr mal, was wir in der kurzen Zeit verdient haben. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr das einen halben Tag lang macht. Na komm. Aber Dollewein ist halt auch wirklich Schitte zu minern. Also das ist schon, wenn ihr das könnt, könnt ihr hinter auf jeden Fall auch Quantanium minern gehen. Ist eine gute Übung. Offen. Rechte Maustaste und aufsaugen. Das geht jetzt ratzfatz. Bum, bum, bum. Die beiden noch. Und ich kann euch eigentlich nur empfehlen, immer nach dem Knacken aufzusammeln, weil ansonsten kann es sein, dass ein bisschen was despawnt. Oder ihr overcharged einen Rock. Das kann halt auch passieren. Das können wir gleich mal beim letzten machen, was dann passiert. Gibt es noch einer, genau. So, haben wir. Rechte Maustaste. Wieder mit Vollgas da rein. Ja, da bin ich im roten Bereich gekommen. Am Anfang nicht schlimm. Aber wenn der jetzt hochgehen würde, der Stein, wenn er im roten Bereich ist, ist das nicht geil. Zur allergrößten Not könnt ihr euch damit wirklich sprengen. Weil der explodiert dann und die Steine fliegen halt in alle Himmelsrichtungen. Dann könnt ihr die halt nicht so schön aufnehmen. Das heißt, immer gucken, dass ihr im grünen Bereich seid, wenn der Stein geknackt wird. Rechte Maustaste. Einsaugen. Ganz easy. Einmal kurz sehen. Staubsauger spielen. Muss da auch noch einer sein, genau. Nehmen wir uns den davor. Also ein bisschen weit weg, aber eigentlich müsste das trotzdem funktionieren. Da haben wir besser getroffen. Wie gesagt, mit der Maus ist das ein bisschen schwieriger als hier mit dem Regler, den ich habe. Wenn ihr einen alten Joystick habt und wenn ihr nur dafür anschließt, dass ihr irgendwie einen Regler habt, macht es. Ist fürs Mining ultra, ultra angenehm. Zack, offen. Jetzt ist hier so ein Stein, ganz grob. Ich müsste es gleich mal nachgucken. Aber irgendwie 130 Alpha UCs wert, könnt ihr euch ausrechnen. Das sind ein paar Steine, die wir jetzt schon aufgesaugt haben.
Wenn ihr irgendwas nicht aufsaugt, parkt ein bisschen um. Sagt ihr da hinten, ah ne, das ist so ein voller. Der ist noch hier. Zack. Nächster Stein. Das gleiche, wie gesagt, machen wir gleich nochmal mit Head Knight. Davon findet ihr, also von den Steinen findet ihr Unmengen auf Aberdeen. Hoppa. Wir können den ja mal, den mal leicht überladen hier. Ich werde den jetzt zum Ende mal ein bisschen in den roten Bereich reinhämmern. So, jetzt so. So, gar nicht viel, aber ihr seht viel mehr Explosionskraft. Das war jetzt aber noch einigermaßen okay, aber macht ihr noch ein bisschen mehr rot, dann fliegen eure Diamanten in alle Himmelsrichtungen. Und wie gesagt, wenn ihr dann voll rot macht, dann wollt ihr da auch nicht nebenstehen, dann explodiert das Ding und euer Rock ist im schlimmsten Fall im Arsch. Und im besten Fall werdet ihr die Steine oder die kleinen Diamanten einfach nicht einsammeln können, weil die liegen dann im Umkreis von 300 Meter und jeden einzelnen abfahren. Da könnt ihr besser einen neuen suchen. Deswegen haben wir den anderen, auch wenn es Hedda Knight war, gerade schon liegen lassen. Machte für uns jetzt keinen Sinn, da anzufangen, dann einen großen Sammler zu spielen. Dafür findet ihr einfach zu viel hier auf dem Planeten. Den allerletzten Stein, den überladen wir mal richtig. Dann zeige ich euch mal, was dann passiert. Dann schmeißen wir zwar ein bisschen Geld weg, aber ist egal. So, ups. Bei Dolovine ist es fast unmöglich, nicht mal kurz in den roten Bereich reinzutappen. Aber besser, ihr fallt nach unten raus als nach oben. Ne? Also roten Bereich immer schön von wegbleiben. So. Zack. Und wenn ihr so ein richtig, so das, wenn das jetzt ein Hand in Hand Cluster gewesen wäre, da wäre er schon richtig weit vorne. So, den machen wir noch normal. Wieder das gleiche Spiel. Und ihr seht jetzt, wir haben draußen 226 Grad. Ne, seht ihr nicht, da ist meine Birne, von der seht ihr wohl. Ups. Wir hätten jetzt eine Überlebenszeit hier von einer guten Stunde in der Pembroke-Rüstung. Hättet ihr den nicht an, wärt ihr schon längst geschmolzen. So, zack. Rechte Maustaste. Aufgesaugt. Und wie gesagt, beim letzten zeige ich euch jetzt einmal, was passiert, wenn wir den overchargen. Ich hoffe, wir explodieren dabei nicht. Fahr dazu auch schon mal ein bisschen weiter weg. Ich werde mal versuchen, nicht ganz zu overpacen. Machen wir auch schon bereit, einmal zurückzufahren. Also ich will nicht ganz rot machen. Oh, der müsste jetzt schon hochgehen von alleine. Bisschen weiter weg. So, er hat uns keinen Schaden gemacht. Aber ihr seht. Somewhere over the rainbow. Ja, die wollt ihr nicht einsammeln. Die beiden nehmen wir hier noch mit. Die netterweise hier noch liegen geblieben sind. Naja, aber ihr seht, wie weit die geflogen sind. Ja,
Hier liegen jetzt überall Steinchen rum. Nein, den könnten wir jetzt natürlich hier rumfahren. Ups. Aber das dauert natürlich extrem lange. Deswegen fahren wir zurück zum Schiff. Nehmen den hier noch mit. Oder auch nicht. Der will schon gar nicht mehr. Der schon kann man mal. Mining Laser wieder einfahren auf M. Wenn ihr ins Schiff reinfahrt, weil ansonsten macht euch den kaputt. Das ist schon mal nicht gut. So, geht. So ein bisschen was kann der Rock. So, einmal Inneneinsicht. Da kommen wir vorne raus. Passt. Wieder mit Z aussteigen. Das können wir eigentlich mal zumachen. So. Jetzt suchen wir Helen Knight. Dass wir das auch nochmal mitnehmen. Und dann seht ihr auch gleich die Preisunterschiede. So, wieder V gedrückt für den Scanner-Modus. Und es geht von vorne los. Wir gucken, wir wollen jetzt nicht zurück in die Berge. Wir wollen so ein bisschen im Flachland bleiben. Das heißt, wir fliegen mal in die Richtung. Ja, da unten sind unsere ganzen Steinchen noch zu sehen. Nochmal Scanner-Mode. Und gucken wir mal, dass wir Helen Knight als Cluster finden. Na, das gleiche Spiel wie vorhin. Wir achten wie ein Luchs darauf, dass irgendwas im Umkreis aufgeht, so wie da jetzt zum Beispiel. Der war zu weit weg schon. Das heißt, bei 6000 Meter ist das definitiv ein Stein für ein Schiff. Aber das hier ist hundertprozentig ein Stein für uns. Der liegt leider auch, will ich gar nicht scannen, liegt am Berg, wollen wir nicht haben. 8000 Meter ist auch kein Stein für uns. Wir suchen was, was bei 2, 3 Kilometer aufgeht. Na, 7000 Meter ist auch kein Stein für uns. Ist auch für ein großes Schiff. Macht für uns keinen Sinn. Und immer mit Tab durchscannen. Ab, da ist der nächste. Na, der ist bei 2000 und ein bisschen aufgegangen. Das passt. Da ist noch einer direkt dahinter. Boah, der sollte jetzt langsam aufgehen. Bei 5, unter 500 waren es, glaube ich. Cluster von 3 Stück. 4 Stück, 3 Stück. Liegt top. Kein Stress mit. Müsste Helen Knight sein, wenn ich es richtig sehe von hier. Ist Helen Knight. So, das heißt, wir landen hier. Nicht zu nah dran. Gucken wir, dass die Rampe auf dem Boden liegt. Tut sie. Aus dem Sitz raus. Also ihr seht, das geht schnell. Ja, ihr findet dann wirklich zügig Steine. Und wie gesagt, das Dollewein habe ich nur genommen, weil das wirklich so ein großes Cluster ist, wo man halt schnell auf einmal viel machen kann. Dann nehme ich das auch mit. Na, das ist dann so wie jetzt die drei Steine vom Wert. Also das, was wir gerade am großen Cluster gemacht haben, machen wir jetzt hier mit den drei Steinen. Vom Wert her. Na, guckt immer ein bisschen in der Außenansicht. So, da sind wir schon. Und jetzt werdet ihr auch sehen, Instabilität hat er nur von 1,95. Das haltet ihr jetzt viel, viel einfacher im grünen Bereich als das Dollewein. Es geht viel angenehmer, sanfter nach oben. Ist also deutlich der einfachere Stein zu meinen.
bisschen zu wenig Leistung. So, da muss ich viel weniger regulieren. Um, da ist er offen. Rechte Maustaste. Na komm. Haben wir alle. Next. Wenn ihr so ein bisschen doof steht, dass ihr das nicht erkennen könnt, parkt ein bisschen um. Zack. Ein bisschen runter von der Power. Also auf 30 stellt es noch nicht mehr was ein. Geht er hoch und runter, hoch und runter. Da muss ich eigentlich fast nichts machen. So ein bisschen wibbelt der immer. Jetzt muss ich ein bisschen mehr geben. Zack. Und offen. Schnell eingesaugt. Alles nichts Dramatisches. Zack. Ja, und wie gesagt, ihr könnt natürlich als Anfang, um das Geld, was ihr braucht, um das Equipment jetzt leihen, wenn ihr eine Nomad oder eine Cutlass habt, die Nomad funktioniert genauso wie die Cutlass. Die hat hinten eine etwas andere Möglichkeit, den Rock aufzuladen. Ist ein bisschen anders, aber die funktioniert genauso gut. Dann braucht ihr halt nur diese 10.000 oder 5.000 sind es ja nur für den Rock. Und dann halt die Playbook müsst ihr halt kaufen, die könnt ihr euch nicht leihen. Das Geld habt ihr sogar als Starter. Ne? Also wenn ihr jetzt eine Nomad habt oder eine Tatnest als Starterschiff, und 25.000 Alpha USCs, da braucht er gar nichts machen. Ich kann halt empfehlen, anstatt dieses Cave Mining, macht ein paar Delivery Missionen, fahrt ein paar Pakete rum, verdient damit euer Geld, lernt das Flugmodell von Star Citizen kennen und danach holt euch oder mietet euch eine Cutlass und den Rock, so wie jetzt hier gezeigt. Und ihr werdet gleich gucken, was wir damit verdient haben. Wir gucken uns das andere Cluster jetzt auch noch an, was da vorne ist. Vielleicht ist das auch noch Head of Night und dann fliegen wir auch zurück. Wir sind jetzt ungefähr ein Drittel voll, das seht ihr hier. Ja. Wir haben jetzt 30 von 90 Center SCUs drin. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal einen Dreierstein finden, dann sind wir schon halb voll. Es war mir jetzt ein bisschen zu weit dahin zu fahren, deswegen fliegen wir da gerade hin. Oh, da ist es passiert. Ich habe vergessen, den Mining Laser einzufahren. Im schlimmsten Fall reißt ihr euch den ab. Deswegen immer einfahren. Ich bin auch nicht der erfahrenste Rock Miner. Weil ich meine eigentlich Quantanium. Das kommt im zweiten Video, wie das funktioniert. So, irgendwo war das hier. Wir scannen nochmal. Da vorne war es. Die hat um die 500 Meter wird es aufgehen. Zack, wieder drei Steine, zwei Steine. So.
was es ist. Linke Maustaste ist wieder Hedda Knight. Das heißt, wir können hier wunderbar landen. Nehmen wir auch gerade mit. Zack. Geht er mal zu nah dran. Nicht gut, nicht gar nicht gut. Er flippt aber wieder zurück. Auch das ist nicht so schlimm. Außer ihr verkeilt euch, dann flippt er nicht zurück. Bisschen nach links geguckt. Nehmen wir auch noch schnell mit hier das Gedöns. Der ist offen. Ich meine jetzt mal die schnelle Methode. Ich mache den zweiten auch mal direkt auf. Manchmal dauert das ein bisschen, bis die explodieren. Das hat so ein bisschen was mit dem Server zu tun. Aber der kommt gleich. Außer wir Hurricane gleich. Das wäre jetzt extrem ärgerlich. Da ist er aufgegangen. Da nicht wundern, dass es halt manchmal einfach ein bisschen Zeit verzögert. Ist aber auch manchmal ein Zeichen dafür, dass der Server bald stirbt. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Da hatten wir auch wieder Desync. Das heißt, das werden wir jetzt mal sehr schnell einsammeln hier. Wenn ihr sicher seid im Mining, zwei Steine könnt ihr gleichzeitig aufmachen. Viel mehr würde ich nicht tun. Weil ich glaube, dass dann einfach so ein paar Diamonds despawnen werden. Zumindest war das früher so. Ich mache immer maximal zwei auf einmal auf und dann sauge ich erstmal ein. Und was auch manchmal passiert, wenn zu viele da sind, dann klatschen die aneinander und dann fliegen die 200, 300 Meter weit weg. Deswegen ist es so die sichere Art. Zack. Das funktioniert jetzt mit dem Patch mittlerweile recht gut hier mit dem Einsammeln. Wir haben jetzt drei verloren, das sind die, oder zwei verloren, das sind die, die hinten hingeflogen sind. Die sind aneinander geklatscht mit den anderen beim Einsaugen. Nehmen wir jetzt noch mit hier. Mining Laser einfahren, diesmal nicht vergessen. Jetzt wird es auch langsam dunkel, von daher passt das ganz gut, dass wir jetzt zurückfahren. Ist, wenn ihr euch hier verkantet. Zack. Den war drinne. So, wir waren jetzt noch nicht mal halb voll. Könnten jetzt natürlich noch ein bisschen weiter minern. Machen wir aber nicht. Außer wir finden jetzt auf dem Weg noch was. Drücken einmal B. Wir waren in der Nähe der Station, also von hier aus müssten wir jetzt noch nicht mal wirklich weit wegfliegen. Ne, Norgard 123 Kilometer und da ist Anderson 43. Da können wir jetzt noch mal auf dem Weg dahin noch mal scannen. Vielleicht finden wir noch was. Ansonsten fliegen wir jetzt einfach die 43 Kilometer zurück, wenn ihr jetzt weitergeflogen seid. Was war das denn da? Der nächste? So nah beieinander? Oder war das der, den wir da vorhin hatten? Ja, fast nicht glauben. Das ist der, den wir vorhin hatten. Ne, ihr seht, geht immer noch nicht auf und da geht er auf. Das ist wieder für Headmining.
Die könnt ihr wieder mit dem Handmining-Tool aufmachen. Hier. Ja, 0,11 Masse. Hand Knight. Wenn ihr die da mit dem Handmining-Tool aufmacht, habt ihr schon gutes Geld verdient. Machen wir aber jetzt nicht. Da war Anderson. Aber ihr seht, der ganze Planet liegt voll davon. Also wirklich, wirklich voll davon. Einfach fliegen. Ihr braucht auch nicht unbedingt in den Scanner-Mode gehen. Ihr könnt auch in jedem Modus eigentlich scannen. Aber wenn ihr auf dem Scanner-Modus seid, dann könnt ihr halt hinterher einfach auch schon direkt den Stein scannen. Jetzt kommen wir gleich der Station schon näher. Da haben wir jetzt schon fast. Jetzt fliege ich schon fast zu hoch. Na, da haben wir den nächsten. Gucken wir uns auch nochmal an. Jetzt nicht zu schnell nach unten fliegen. Oh, wenn das jetzt Hell Knight ist. Dann Happy Birthday. V für Scanner-Modus. Ne, Dollewein. Wäre natürlich jetzt auch wieder interessant. Machen wir jetzt aber nicht. Habe ich jetzt keine Lust zu. Aber wäre natürlich auch gutes Geld, ne? Bin ich jetzt aber zu faul zu, das auch noch zu machen. Außerdem will ich euch nur zeigen, wie es geht. Und euch auch den Vergleich zeigen, Hedda Knight zu Dollewein. Wenn es jetzt Hedda Knight gewesen wäre, hätte ich euch noch mal ein paar Minuten länger durchs Video gezogen. Aber ich glaube, um zu sehen, wie das funktioniert, ist okay. Also ich hoffe, ihr habt das verstanden mit den Paketen. Geht das Scanergebnis schon bei 7 Kilometer auf, sind das definitiv Steine für ein Schiff. Die könnt ihr nicht knacken, keine Chance. Die haben eine Masse von bis zu 8000 und ein paar kaputten Tonnen. Die sind fast so groß wie die Cutlass. Die kriegt ihr mit eurem Dings hier nicht auf. So, der Ping wird auch ein Schiff sein oder irgendwas, was da noch steht. Oh nein, rot. Wer ist das? Drakehead Rock in Rot. Das ist hart. Den dürftet ihr jetzt abschießen. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier ein Spieler ist, der uns ärgern will. Aber wir sind in einer Mystic-Zone, da kann uns nichts passieren. Das heißt, hier dürfen keine Waffen benutzt werden. So, jetzt seht ihr hier oben auf den Stationen so eine Fahne. Ja? Genauso wie da. Und die Fahne, die so orange am Leuchten ist, das ist die Fahne, wo ihr hin wollt. So, wir landen jetzt mal hier direkt neben. Mal gucken, da ist gut. Haben wir noch alles auf. Mal gerade außen gucken. Ich lasse jetzt auch tatsächlich mal den Rock im Schiff stehen. Nicht, dass uns den gleich einer hier mopst. Das geht nämlich. Das wollen wir nicht. Manchmal buggt das dann so ein bisschen. Jetzt komme ich hier natürlich nicht raus, ne? Doch, mit springen. Mach die Ladeluke zu. Und hoffe, dass wir den jetzt aus dem Rock verkaufen können. Manchmal müssen wir den Rock rausfahren aus dem Schiff. Aber wir gehen zwar nicht davon aus. Ich glaube, der Rock war auch nur rot, weil der ein Landing Pad blockiert hat. So, hier gehen wir rein. Jetzt haben wir hier eine Konsole. Gehen auf Sell für Verkaufen und suchen als Location
entweder unseren Rucksack, da haben wir aber nichts drin, oder den Cracked Rock aus. Sieht man das hier so ein bisschen schlecht, weil das hier so blendet. Jetzt haben wir Dolovine und Hedonite. Ne? Dolovine gibt pro Steinchen 130 Alpha UCs und Hedonite 275. Das Dolovine, was wir verkaufen, hat einen Wert von 27.000 Alpha UCs. Verkaufen wir, haben 27.000 Alpha UCs verdient in der kurzen Zeit. Und jetzt verkaufen wir das Hedonite mit 45.300 Alpha UCs. Das heißt, wir haben insgesamt 72.000 Alpha UCs gemacht und hatten den Rock nicht mal halb voll. Sprich, wenn ihr jetzt den Rock wirklich voll machen würdet, verdient ihr hier 180, 200k. In einer wirklich kurzen Zeit. Und das schafft ihr mit keiner anderen Methode, ohne zu leveln. Und das Geld ist auf dem Konto. Ihr müsst nichts anderes machen. Ihr fliegt wieder zurück zur Mining Facility. Euer Rock ist wieder leer. Ihr habt, wenn ihr jetzt crasht, das Geld ist da. Es ist auf eurem Konto. So einfach ist es, Geld zu verdienen in Star Citizen, um euch, ja, neue Schiffe zu kaufen. Das macht ihr, bis ihr 2,5 Millionen zusammen habt. Und wenn ihr die zusammen habt, dann schaut ihr euch Teil 2 hiervon an. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann guckt ihr euch das Video an, wie ihr mit einer geliehenen Prospector Quantanio meint. Da verrate ich euch aber direkt im Voraus, da müsst ihr einen kleinen Glitch anwenden, um das machen zu können. Das könnt ihr machen, das ist kein Problem. Ich habe das auch gemacht und ich mache das auch nach jedem Wipe, weil ich keine Lust habe, mir jedes Mal das Schiff neu zu erkaufen, bevor ich anfangen kann, Quantanium zu minern. Mit dieser Methode macht ihr ganz grob, ich sage jetzt mal, gute 200.000 Alpha UCs pro Stunde. Das schafft man ganz gut damit. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn ihr richtig drinne seid. Beim Quantanium Mining macht ihr später zwischen 500.000 Alpha UCs und 1,2 Millionen. Je nachdem, wie weit fortgeschritten ihr damit seid. Wenn ihr hinter mit einer Mole, das ist dann das größere Mining-Schiff, minert, damit könnt ihr über 1 Million Alpha UCs pro Stunde verdienen. Das aber auch immer unter optimalen Bedingungen. Es gibt immer mal Tage dabei, wo ihr einfach nichts Vernünftiges findet. Auch beim Rock Mining kann es euch passieren, dass ihr an einem Dolovine-Cluster nach dem anderen vorbeifliegt und findet einfach kaum Hedonite. Auf Aberdeen sehr unwahrscheinlich, aber ihr habt es gerade gesehen, wir hatten ja noch ein großes Dolovine-Cluster. Hätten wir das mitgenommen, hätten wir nochmal locker 20, das war glaube ich sogar noch größer, hätten wir 30k nochmal mehr gehabt. Mein Tipp, sucht nach Hedonite. Lieber ein bisschen länger suchen, dafür ein ordentliches Hedonite-Cluster. Habt da weniger Arbeit und auf Dauer werdet ihr damit mehr Geld verdienen. Das von meiner Seite. Alles, was sich um Mining dreht, findet ihr bei mir auf dem Kanal. Plus auch noch ein paar andere Sachen. Aber zum Thema Mining, wenn ihr Fragen habt, kommt auf den Discord. Fragt mich direkt oder guckt euch meine Videos an. Da ist eigentlich alles erklärt, wie man wirklich später richtig Geld mit Minern verdient. Und das war der erste Step. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß im Worst. Gebt nicht auf, wenn ihr neue Spieler seid. Das Spiel hat unheimlich viel Potenzial. Macht deutlich mehr Spaß später als am Anfang, weil ihr so viel noch dazu. Ich lerne selber jeden Tag noch neue Sachen dazu bei Star Citizen. Es gibt so viele Möglichkeiten, hinter euch hier die Zeit zu vertreiben. Und ab einem gewissen Punkt könnt ihr mir glauben, es geht auch nicht mehr ums Geld. Einen Endsatz möchte ich noch loswerden. Viele regen sich auf, wenn sie hören, es gibt Wipes in dem Spiel. Das heißt, ihr verliert irgendwann alles, was ihr ergrindet habt. Mittlerweile, ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, als ich da mit Spielern drüber gesprochen habe, die länger schon minern, Quatsch, die länger schon Star Citizen spielen. Ich habe die erstmal gesagt, ich bin doch nicht bescheuert, ich mache hier, ergrinde mir ein paar Millionen, kann mir endlich meine Schiffe kaufen und dann ist das alles wieder weg. Glaubt mir, später stört euch das gar nicht, weil ihr habt wieder eine neue Motivation. Vielleicht geht ihr einen anderen Weg als am Anfang. Ihr wisst irgendwann, welches Schiff ist gut, welches ist schlecht. Ihr müsst also gar nicht mehr so viele Schiffe kaufen, weil ich weiß ganz genau, wie es bei mir losgeht. Ja, im Moment miete ich mir eine Prospector, glitch mir da einen Lancet Mining Laser drauf, flieg raus,
mache am ersten Tag meine 4, 5 Millionen Alpha UCs, kaufe mir eine C2, womit ich den ganzen Mist, den ich gemeinert habe, zur Börse bringen kann. Das kommt dann im zweiten Video. Und Thema durch. Und wenn ich wirklich bei 25.000 Alpha UCs anfange, gut, meistens ist ein Spieler von uns oder den man gut kennt, der hat dann irgendwo eine geplätschte Mole oder eine geplätschte Prospector, womit man dann zusammenarbeitet. Aber ansonsten wäre das halt genau mein Start. Ich würde mir den Rock ausleihen, ich würde mir eine Pembro kaufen. Ja, und dann, yalla, dann geht das los. Und rein theoretisch könnt ihr sogar den ersten Run, so mache ich das dann auch, den ersten Run mache ich dann tatsächlich ohne Schiff, sondern fahre dann halt vom Startpunkt aus los, also von der Mining Facility. Es dauert dann halt ein bisschen länger, aber ich finde auch mit dem Rock was, sammel das ein und gut ist. Und dann miete ich mir eine Cutlass, mach das, was wir jetzt gemacht haben und habe dann ratzfatz meine Prospector zusammen. Und ich brauche halt auch nur die Prospector Line. Das heißt, ich mache zwei oder einen Run mit dem Rock, so wie jetzt gerade, und kann aufs Quantanium Mining gehen. Wie gesagt, Quantanium Mining Teil 2 im Video ist jetzt recht lang geworden. Ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt. Ich bin kein Freund davon, die Videos immer tot zu cutten, sodass ihr wirklich Step für Step für Step seht, was passiert und auch die Sachen seht, die halt auch bei mir nicht funktionieren. Das heißt, dass man mal auf die Seite fällt, dass man mal umparken muss und so weiter. Finde ich persönlich besser. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es in die Comments. Ich würde mich unglaublich über einen Daumen freuen nach oben bei dem Video, weil dadurch wird es halt mehreren Leuten vorgeschlagen. Und natürlich ganz klar über ein Abo. Kommt auf den Discord, ihr seid herzlich willkommen. Auch neue Spieler bringen euch das gerne bei, geben euch Unterstützung. Und wir sehen uns im Verse. Habt viel Spaß beim Spiel. Haut rein. Ciao, ciao.